Hallo, willkommen zu einem Replay. Und zwar, ich hatte eben, ihr könnt im Livestream auch live gucken, das Spiel, wenn ihr wollt. Ja, ne, könnt ja jeder gucken, ist nicht hinter einer Paywall oder so. Eine Woche ist das, glaube ich, dann immer online. Ich weiß nicht, wie Twitch das handelt. Auf jeden Fall, könnt ihr es auch live gucken. Das war ein interessantes Spiel gewesen. Was der Gegner gemacht hat, das habe ich so, glaube ich, noch nie gesehen. Und ich will überlegen, ob, also am Schluss haben auch die Leute gefragt. Einer war, glaube ich, Kommentar. Also, entweder hat er da hat er da was gefunden, ne? Oder es ist einfach nur größenwahnsinnig. Aber so Napoleon war ja auch erfolgreich am Anfang. So, also auf jeden Fall, guckt es euch mal an. Könnt ihr eure eigene Meinung zu bilden. Ich wollte persönlich auch einfach das Replay nochmal Revue passieren lassen, um zu sehen. Die ersten Runden sind, glaube ich, nicht so spannend, um zu sehen, was passiert. Also ich habe das Gefühl, ich will nichts spoilern. Gucken wir uns das mal an. Ist auf jeden Fall originell. Ja, der Anfang jetzt noch nicht. Also Gegner hat Aerial-Spezialist und ich habe Speed. Auf jeden Fall sehr interessant. Ich muss da, glaube ich, vielleicht mal eine halbe Stunde in den Simulator gehen mit. Genau, also wie gesagt, am Anfang nichts Weltbewegendes. Rumlaufen, rumhämmern. Ihr kennt das Spielchen ja. Gegner von der Aufstellung schreit er jetzt förmlich nach Marksman oder nach Phoenix, ne? Das glaube ich sehr deutlich. Das Items, glaube ich, so, wenn man mehr Schaden macht, sollte man wahrscheinlich immer nehmen. Also eigentlich sind fast die Items alle ihr Geld einfach immer wert für irgendeine Einheit. Ne? Die kosten so wenig und bringen so viel. Aber gerade hier habe ich jetzt gesehen, dass dieser Steeball rechts, der hat relativ viel Schaden von der Artillerie-Salve genommen. Das stimmt so das Timing. Jetzt habe ich da draufgepackt in der Hoffnung, dass er den vielleicht sogar one-shottet. Und dann natürlich Modelltanks, ne? Langsamer, weil alles langsam ist. Bin dann angreifbar gegen Artillerie natürlich, weil es alles langsame Ziele sind, also alles Artillerie-Ziele. Gegner allerdings Luftwaffe, ne? Von daher habe ich gedacht, da kommt keine Artillerie und er muss diese Runde Modelltanks kaufen und das hat er hier auch gemacht. Eine komische Position für die Modelltanks, weil die haben mir eben maximalen Schaden an der Artillerie genommen. Und da war ich jetzt überrascht, das zu sehen. Zack, hat sich gelohnt, ist aufgegangen. Man muss wirklich die Runden genau beobachten, damit man halt bei diesen Karten ab und an mal was ziehen kann, was total episch ist. Aber hierum geht es gar nicht, also das ist nur das erste Scharmützel, ne? Obwohl ich glaube, er hätte den wirklich woanders hinstellen müssen, den Crawler. So, ich glaube, es ist immer noch eine Runde und dann fängt es langsam an zu kommen, worum es geht. Crawler-Upgrade-Karte. Nicht ganz sicher, warum er da so scharf drauf ist. Genau, also im Moment hat er ja, ne, hauptsächlich Single-Targets, ne? Genau, und jetzt geht's los, jetzt kommen die Overlords. Es wird eine Overlord-Strategie. Ist in der ersten Runde, glaube ich, noch nicht sichtbar, aber danach fängt es an. Und ist halt tatsächlich eine sehr gute Idee gewesen auf den ersten Blick. Vielleicht sogar auf den zweiten auch. Wir müssen mal gucken. So, also wir können jetzt wieder normal machen. Also ein normaler Overlord, steht zu weit vorne, dachte ich mir. Ne? Wird direkt gesniped, hat keine Modelltanks. Also so weit, glaube ich, käme. Aber wartet mal nächste Runde ab. Links die andere Seite sind nicht so gut wie rechts, wie man sieht. So, also die ersten vier Runden oder die ersten drei Runden kann man sagen, Katastrophe für ihn, ne, gewesen. Und jetzt geht's los. Tech-Preiswerter bei ihm und den wird er jetzt ausspielen. Und wie er den ausspielen wird. So, ich habe mich jetzt hier für Mustangs entschieden, weil ich gesehen habe, dass er hier auf Wespe gegangen war. Improved Wespe. Er hat ja Aerial, er hat das und das schon geholt. Ich dachte, da kommt die Wespe sicher auch noch dazu. Und da habe ich gesagt, okay, dann ist die Flanke geschützt, von Wespen spawnen sind wir geschützt, und wenn der Wespen Spam kommt, sind wir auch geschützt, ne? Hol mal die Dinger. Kann nicht wehtun. So, und jetzt hat der Gegner Flächenschaden hier vorne genommen. Das gibt eigentlich keiner aus, weil, also normalerweise sind ja die vier Schüsse eh auf derselben Stelle, schlagen die ein, deswegen machen die irgendwie indirekt Flächenschaden, wenn ihr so wollt, ne? Und da lohnt sich das eigentlich nur selten, war bisher mein Eindruck, und man verliert halt die Möglichkeit, dicke Sachen kaputt zu machen. Ja, er steht immer noch in den Marksman, was natürlich für ihn auch nicht angenehm ist, die Reichweite auszugeben, damit ich ihn noch schneller kriege, den rechten zumindest, und den linken hat er gespiegelt. Also und daher läuft das hier natürlich auch Käse. Ihr fragt euch hier sicher, ob ich euch jetzt zeige, aber wartet mal ab. Ich habe mir das halt im Replay auch gefragt, was da los ist im Spiel. Man sollte, glaube ich, nie irgendwas unterschätzen, auch wenn es komisch aussieht auf den ersten Blick. Magst du mit Reichweite vielleicht?
Also was er aber auf jeden Fall bräuchte da vorne, wäre mal irgendeine Frontline. Im Moment ist das hier bei ihm die Frontline. Ich glaube tatsächlich, dass das bis zu einem gewissen Grad gewollt sein könnte. Wir werden es gleich sehen, warum. Er beschleunigt jetzt auf jeden Fall die Crawler da hinten, sodass sie vielleicht sogar den jetzt überholen. Ja, was mich vielleicht in eine Sicherheit wiegen könnte, die ich vorhatte und die ich dann nicht mehr habe. Also ich weiß nicht, ob er das genau berechnet hat. So, jetzt hat er 3 Upgrades in Summe vergeben. Also Feuerrate, Flächenschaden und Reichweite. Ja, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Modelltanks. Das heißt, die Marksmen holen den jetzt nicht mehr runter, stehen dafür über eine scheiß Position, also der eine. Ich habe schon gedacht, dass es irgendwann bestraft wird. Jetzt wollte ich da auch nicht mehrere hinstellen. So, Flächenschaden, zack. Instant ausgelöscht könnte man fast meinen. Man braucht 2 Salben, aber die kommen ja doppelt so schnell. Und ich habe jetzt eigentlich, wenn man genau hinguckt, eigentlich nur Squishies, ne? Also selbst diese Salve, die halt um 40% reduzierten Schaden hier vorne macht, ja? Die one-shottet ja eigentlich trotzdem alles, wo sie drauf schießt. Und sie schießt ja doppelt so schnell. Die Marksmen sind natürlich trotzdem ein Problem für ihn, aber ne, one-shottet die einfach. Zack, tot. Und der nächste Salve und nächste. Die Frage ist halt, ob er vielleicht ohne Flächenschaden, da geht es ja eigentlich nur um die Fangs, ne, mit dem Flächenschaden, den Rest wäre ich ja so, aber ohne Flächenschaden die Fangs nicht genauso schnell wie mit Flächenschaden ausschaltet. Das müsste man halt im Simulator testen. Ja, und jetzt geht's gleich los. Also er wird jetzt diese Runde nochmal so eine Reihe von denen holen. Und ich habe ja eigentlich nur Ziele am Boden, die alle verletzlich dagegen sind, könnte man sagen. Wie gesagt, man müsste mal testen, ob das notwendig ist für das, was da jetzt kommt. In jedem Fall waren das die beiden besten Einheiten bei ihm und es hat das einfach mal verdoppelt und weiter geht's. Auf breiter Fläche räumen die jetzt auf. Da müsste man vielleicht auch mal gucken, dass vielleicht werden die mit einer Salve ausgelöscht, wenn die 2 brauchen. Da gibt es halt so viel Tests, also das ist halt kein Standard-Gameplay, da wüsste ich es nicht. Ne? Also ich kann euch sagen, es ist ein Arclight, da ist egal, ob er vertikal oder horizontal die Fangs zum Beispiel gegenstellt. Ja? Wenn das Sledgehammer steht, dann müssen zum Beispiel vertikal statt horizontal stehen. Solche Sachen weiß man alle. Bei dem hat man keine Ahnung, was passiert. Ja? Und das in sich selbst ist ja schon ein Vorteil. So, ich habe mir jetzt gesagt, mit 2 von den Türmen kann ich vielleicht die Schüsse zu 100% von den beiden abhalten. Er hat hier so gestellt, dass die beide ein bisschen mittig gehen, ne? 4 davon. Halten vielleicht alles ab, gerade wenn die vielleicht nicht gleichzeitig feuern gleich, ne? Wenn einer links, rechts, weiter vorne steht. Muss man mal gucken. Dann durchaus halt wegen dem Schild hier, dass der minimal früher auf den feuert, sodass 4 Türme den abfangen und dann 4 Türme ihn abfangen. Ja, deswegen so ein bisschen links, rechts hier, schräg. Aber ich war mir jetzt auch nicht sicher, mit doppelter Feuerrate und überhaupt beim Overlord, wie viel man braucht und... Also, ich wusste gar nichts. Ja? Ich dachte mir, what the hell? Was passiert denn jetzt alles? Die Schüsse werden jetzt gut abgefangen. Wenn die im Schild einschlagen, dann also steckt er wenig ein und dann macht er trotzdem 40% weniger Schaden. Das Zentrum ist deswegen relativ sicher. Die stehen jetzt alle Gott sei Dank unter dem Schild. Die wollen es ein bisschen stören. Ja, und jetzt fange ich natürlich 100% der Schüsse ab, ne? Erst in der Mitte und jetzt von dem linken hier. Also die 4er Batterie in der Mitte ist, glaube ich, sehr, sehr stark. Ich brauche die nur eine Runde verlieren, dann ist das Spiel vorbei. Ja, wenn er zum Beispiel in der Mitte, keine Ahnung, einen Crawler spammt, 3 Crawler mit Upgrades hinpackt, überraschenderweise. Ja, und jetzt geht es halt weiter, ne? Also... Will man jetzt mehr Abwehrtürme und Schilde bauen? Auf der einen Seite klingt das vernünftig, auf der anderen Seite sage ich es immer und glaube das auch, dass Defense eigentlich immer von Offense geschlagen wird. Auch wenn das jetzt hier sehr stark war, das war aber eine gewisse Balance war da noch vorhanden, weil die halt die Feuerkraft hier vorne erhalten haben. Ne? Deswegen man argumentieren könnte, dass die ja meine Offense verbessert hatten. Aber mehr davon zu holen, also das ist jetzt links zu wiederholen, diese Defense-Linie, das wäre Schilde schon sehr hardcore, ne? Und dann nochmal einen Turm dahinstellen, war das zu viel? Gegner macht jetzt mehr davon, also er hat jetzt unendlich von den Dingern stehen, ja? 6 Stück sind auf dem Feld. Da muss er ja fast nur eine Runde gewinnen, damit er es genug Schaden macht. Die mit Reichweite geholt. Dann ging es auch darum, die Modelltanks wegzuräumen und natürlich die Luftwaffe auszuschalten. Aufgelevelt. Die Frage, ob er den Level gebraucht hat, weil die werden ja keinen Schaden machen und one-shotten eigentlich fast alles. Also statt ihn aufleveln vielleicht einen extra, gleich aus 200 der Level und extra 400, aber ne, um anfinanzieren quasi. Und jetzt hat er 6 Stück von den Monstern, 6 Stück.
Und ich habe, glaube ich, 6 oder 7 Abwehrtürme. Und ein paar Schilde. Zack, also die sterben dann trotzdem. Ihr seht schon, ich kriege die gar nicht alle abgefangen. Da muss immer nur 1, 2 durchkommen, damit die alle sterben. Also ohne Schild kann man es nicht machen, aber das Schild ist jetzt auch weg. Und jetzt kracht es langsam. Gott sei Dank kracht es bei ihm jetzt auch langsam, wenn ich zurückschieße. Aber guck mal, wie knapp das jetzt hier ist. Also die Schilde sind weg. Da stehen jetzt eigentlich nur noch 2 Marksmen drunter und 2 Mustangs, die jetzt alle befeuert werden. Das nächste Schild ist weg. Also die fräsen sich gerade durch meine gesamte Defense durch. Und wenn die jetzt gewinnen sollten und ich die ganzen Türme verliere, dann habe ich was, irgendwie 1000 Punkte verloren, ja, Schilde und Türme. Abgesehen davon, dass jede Runde, was habe ich jetzt verloren? 3 oder 4 Schilde. Also uns noch nicht vorbei, das Spielchen, ne? Und er kriegt ja astronomisch viel da raus. Also ihr müsst ja überlegen, jeden, den er kauft, hat er alle Upgrades, ne? Wenn ich jede Runde schwächer werde durch diese Einwegschilde, wird er jede Runde stärker, weil er eben mehr und mehr Upgrades auf die normale Gelder verteilt. Also, kann das jetzt gewinnen, das Spiel? Das wäre halt die Frage, ne? Ich muss ja wieder Schilde investieren, wenn er in Armee investieren könnte. Hat sich ein Crawler Fang geholt? Ja, ich muss ja die Schilde machen. Also ohne Schilde klappt es ja offensichtlich nicht, dass die Türme funktionieren. Aber die Schilde kann man nicht jede Runde erneuern, ne? Also ich persönlich glaube an der Stelle, mal kurz drüber nachdenken, die machen ja keinen Schaden, da ist ja nicht wirklich Schaden irgendwie hinter, ne? Wahrscheinlich wäre es gut gewesen zu sagen, ich hole jetzt vielleicht einen Fortress, ne? Mit Luftraketen, habe ich natürlich nicht mehr drin, aber Fortress mit Schild, damit ich jede Runde umsonst ein Schild habe und die tanken von denen auch extrem viele Schüsse. Also vielleicht war ein Fortress okay gewesen, schwer zu sagen nachher. In jedem Fall tanke ich jetzt über Einwegschilde und ich glaube, das ist zu teuer. Jetzt hat er Wespen geholt. Ich persönlich glaube, dass das ein gigantischer Fehler mit den Wespen ist, weil ja mein Mustang-Spam, der überall ist, die instant wegholt. Ne? Also die Wespen werden nur ganz kurz Modell tanken. Dafür kostet es aber 300, 600, 900 mehr. Also 900 plus das, was es normal kostet, hat er bezahlt. Astronomisch. Dafür hätte er auch, weil wir uns eben ein paar Mal gesehen, diese Steelballs an den Flanken, die sind eigentlich jede Runde am längsten überleben, holen die Flanke weg, absorbieren sehr viel Feuer. Also hätte er jetzt, sagen wir mal, 3 Steelballs geholt mit Mechanical Division. Ich glaube, das wäre brutal gefährlich geworden für mich. Stattdessen halt diese astronomisch teure Wespe, die instant stirbt. Aber lass uns mal überraschen. Auch hier 2 Abwehrtürme, damit meine Raketen nicht so gut treffen, links, rechts. Ich weiß nicht, ob die notwendig waren. Also klar, es hält die ein bisschen länger am Leben, die Freunde. Aber die holen die ja in Massen, es sind ja Massen von denen, die die wegholen. Also ich glaube nicht, dass es da um die Artillerie ging. Wieder 200 Punkte, die man eventuell hätte anders investieren können. Trotzdem, er hat jetzt unendlich viele von diesen Schlachtschiffen mit 100% Upgrades, ne? Und dann kommen die Wespen noch dazu. Den fehlt längst auch das Schutzschild, muss man sagen. Es sind verbesserte Wespen, vielleicht sage ich es nochmal gerade. Man kann es gerade nicht sehen. Okay, also er hat eben die verbesserten Wespen freigeschaltet. 60% mehr Leben. Hätte denen jetzt noch Schutzschild gegeben, den Wespen, wären die natürlich auch sehr episch. Aber trotzdem, das sind halt unendlich viele Mustangs hier, ne? Und da sollte man schon die Frage stellen, ob Wespen besonders gut gegen Mustangs funktionieren. Und die Antwort ist in aller Regel nein. Und jetzt guckt ihr mal die Steelballs an, links und rechts. Die absorbieren halt doch relativ viel Feuer, sogar von den Marksmen noch. Und dann, wie gesagt, nochmal Mechanical dazu. Also 3 mehr Steelballs und Mechanical. Dann hätten die halt unglaublich viel Feuer absorbiert, sodass die unglaublich viel mehr Zeit gehabt hätten in der Backline. Ja, also das war jetzt hier mehr Feuerkraft auf der gegnerischen Seite und ich hatte mehr Defense. Tatsächlich hat die Defense anscheinend funktioniert diesmal, ne? Obwohl die Feuerkraft auch, wie gesagt, reduziert war durch den Flächenschaden. Also ich denke, er hätte das Spiel an der Stelle jetzt gewonnen gehabt, weil ich jede Runde Einwegsachen benutzt habe. Die haben mich langsam pleite gemacht. Hätte er das, also es gibt ja verschiedene Lösungen. Ne? Das mit Steelboy und Mechanical wäre eine gewesen. Klar hätte ich dann nächste Runde EMS ausgegeben und so, aber das ist ja auch immer eine Runde nach der anderen. Und da hätten ja dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schiffe vielleicht überlebt. Ja? Das wäre schon halb raus. Also ich glaube, dass das, so wie er das gespielt hat, die Wespe hat ihn das Spiel jetzt gekostet, aber hätte man es minimal angepasst, die hätte zum Beispiel auch nicht gebraucht, die hätte man verkaufen können, ne? Darf man dann eben mehr kaufen. Das Upgrade hat sich wahrscheinlich auch nicht so besonders gelohnt. Also hätte er das ein bisschen angepasst, ich glaube, das könnte was werden. Also ich würde jetzt persönlich gerne mal testen, ob ich wirklich dieses Ding brauche, wenn ich gegen sowas kämpfe, ob das irgendwie einen Vorteil hat. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so gut. Und dann auf die Wespe verzichten, aber dann einfach die Schlachtschiffe spammen. Und dann eben im Late-Game-Überraschung irgendwas anderes noch dazu holen. Das würde mich reizen, ja. Ich fand das sehr interessant auf jeden Fall. So, das wäre das auf jeden Fall, wenn ihr das live sehen wollt. Wie gesagt, auf Twitch ist das noch online. Da könnt ihr das dann sehen. Und dann verabschiede ich mich dann auch. Ciao, ciao.